Hallo, ich bin der Christian aus Böhlen, 32 Jahre alt. Ich freue mich mega auf dieses Projekt. Ihr seht, mein Körper ist nicht perfekt. Ich war halt des Öfteren immer auch alleine, deswegen war es auch so schwer mit der Ernährung. Alles ausreden, ich weiß, bla bla bla. Für mich als Tanzschulbesitzer ist es halt schon ein Ziel, dass ich ein Vorbild auch für meine Schüler bin. Dass ich denen einfach zeige, was wichtig ist, dass man auf Ernährung achten muss, dass man halt durch Training das erreichen kann, was man sich als Ziel setzt. Und ja, ich bin gespannt, ich freue mich auf diese Reise mit euch. Und ja, wir sehen uns dann in ein paar Wochen und gucken mal, was es gemacht hat und wo wir hingekommen sind. Woche 4 ist vorbei. Man hat mega Spaß bei diesen Workouts, die es von Hit The Beat halt gibt. Die Alltagstrainingseinheiten aus dem Fitnessstudio kommen da niemals dran. Ich fühle mich bis jetzt mega. Also ich muss euch mitteilen, mein Endresultat, es war mega erfolgreich. Angefangen mein Startgewicht 87 Kilo, Endgewicht ist es tatsächlich momentan 76 Kilo. Ich fühle mich einfach mega, der Zuspruch ist einfach großartig. Das, was man geleistet hat, weiß man erst jetzt zu schätzen. Tja, nicht nur tagsüber trainieren, sondern manchmal muss es auch etwas später sein. Feeling ist mega, alles hat gepasst, ich bin mega dankbar, ich bin immer noch voll motiviert, ich will es auf jeden Fall durchziehen. Ich habe mit Sicherheit ein paar aus meiner Tanzschule motiviert, die mitmachen wollen und ja, wir schauen einfach mal, wohin dieser Weg geht, weiterhin mit Hit The Beat und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt oder gerne was Neues ausprobieren wollt, solltet ihr auf jeden Fall euch auf dieses Programm einlassen. Es ist nicht dieser Alltagstrott im Fitnessstudio. Es ist was Neues, es ist mega gut für den Körper und es ist auf jeden Fall für jedermann. Probiert es aus, zieht es durch, denn das Gefühl, dass man was geleistet hat, das ist unbeschreiblich. Wie gesagt, ich kann mich nur tausendmal bedanken, dass es so geklappt hat und ja, hoffentlich bis bald oder in der Zukunft.